Sag mal, rennt ihr jetzt alle oder was? Was ist hier los? So, und jetzt? Das war ja nur... Das, ich hoffe, das ist nicht, um da rüber zu kommen. Da habe ich keine Lust drauf. Uah, ach du... Spring doch nicht! Warum springt der denn immer? Wie geht's denn jetzt eigentlich zum Boss? Ist auf jeden Fall ein paar Etagen höher. Aber muss ich so hoch? Ich muss noch eine Etage höher. Aber ich glaube, das ist schon richtig, hier wieder zurückzugehen. Weil das Level-Design ist so... Das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass der Ring von Tanny ist. Ach komm, wie albern! Krieg ich hier langsam zu viel, ey. Ich warte lieber ein bisschen, bevor... Bevor mir das dann unter den Füßen wegschmilzt. Wäre nicht so gut. So. Ring ist mir, glaube ich, egal. Weil ich jetzt einmal wieder ganz drumrum muss. Den Weg, den ich jetzt zum dritten Mal nehme, Alter. So. Ja, angeblich soll ich jetzt hier rein. Ach klar, ich komme da jetzt auch rüber. Moin. Dann. Peppa. Du Scheißvieh. Kann man nicht auf der Treppe hier kämpfen? Das ist irgendwie... Finde ich das daneben hier. Was machst du denn da? Ist das doch mal... Ich kann dabei noch looten, gar kein Problem. Yay! Ein Grund zum Feiern. Was macht der denn da? Hallo, nimm mich wahr! Kämpfe! Kämpfe! So. Du Idiot! Und dann lebt er natürlich wieder. Moin. Ich will gar nicht zu dem Boss rein, Alter. Das kann ja gar nichts werden. Mein Gott. Ich sterb halt noch im Kampf mit dem Vieh. Guckt euch das mal an! Ist doch nicht wahr. Okay. Habe ich die jetzt? Das war doch die. Das ist einfach umgewuselt.
geguckt. Ja. Nein, mach dich weg von meiner Kiste. Will jetzt nicht. Pack auf. Nur die Kiste aufmachen. Du hast ein Ritterwappen gefunden. Es wurde in der Beutetasche aufbewahrt. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeiten ein meisterliches Niveau erreicht haben, weiß seinen Wert zu schätzen. Okay. So. Speichern. Tschüss, Rexy. Wie viel Uhr haben wir denn? So, ich habe das Gefühl, hier werde ich dann Rage quitten oder so. Okay. Warum zieht er denn seinen Schwanz nicht einfach raus? Und ich dachte schon, das Ding vor der Tür wäre nervig. Und oh fuck. Okay, was muss ich machen mit dem? Das ist irgendwie so Bosskampf erstmal im Kreis rennend und gucken. Ich meine, hauen kann ich den ja schlecht von hier aus. Nein. Ah. Wow. Okay. Oh, ich bin so schlecht in sowas. Muss ins Auge schmeißen. Ja. Guck doch mal. Okay. Ah, der Gegner vor deinen Augen ist ein ziemlicher Brocken. Doch gerade in solchen Situationen musst du die Fassung bewahren und dich genau umsehen. Aus einer anderen Perspektive kann alles gleich ganz anders aussehen. Sieh dir die Beschaffenheiten deiner Umgebung gut an und versuche dir zu überlegen, wie du sie zu einem Vorteil nutzen kannst. Ja, super. Als hätte ich es nicht schon gemacht. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Er bleibt jetzt da stecken. Und dann komme ich auch nicht mehr dran vorbei. Au! Penner! Au! Ach nö! Ich muss halt irgendwie höher kommen. Wie mache ich das denn? Blastet mich gleich wieder weg. Oh Gott, ja, dann springe ich lieber in die Lava, ey. Was? Jetzt gucke ich auf den Chat und springe wieder in die Lava. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch so gar nichts werden. Jetzt bin ich. Da oben baumelt das Schwänzchen. Bis dahin. Oh, doch kann ich! Oh Gott, ernsthaft?
Das ändert natürlich die Lage. Und er springt daneben! Er springt daneben! Ist doch nicht wahr! Toll! Toll! Oh oh. Ja, schön. Ich wollte eigentlich da rauf. Nein! Hör auf, mich zu boxen. Toll. Jetzt habe ich die Fee benutzt. Nein! Ich kann so nicht zielen, Mann! Nein, falsche Taste. Ah, lass mich doch zielen! Ich dreh ab! Da! Da! Nimm's doch ins Visier! Was ist denn... Oh, Himmel! Oh. Videospiele machen nicht aggressiv. Damit. Ist das die Lösung? Einfach die ganze Zeit den Typen da drauf fallen lassen? Aua! Ich verstehe den nicht. Hör auf damit! Nimm das Herz mit! Himmel! Hahaha! Du Penner! So. Aber wie mache ich dem den Schaden? Aua! Guck doch nicht immer in die falsche Richtung, wenn ich das mache. Das ist mega nervig. Kannst du mal aufhören? Okay, das juckt den gar nicht. Es soll einfach nicht sein. Alter, ist jetzt auch langsam mal gut, nicht? Ich schaffe es mal auf so eine scheiß Plattform drauf. Was bringt es mir jetzt? Oh oh. Oh shit. Oh shit. Ah, fuck. Okay. Was machst du denn? Nicht in die Lava! Trottel! Was machst du jetzt da drüben? Piss dich! Ich habe hier unten keine Herzchen mehr. Oh Gott, das zu treffen, ne? Nicht wegbaumeln! Gibt's nicht! Ah.
einfach nicht richtig zielt. Das gibt's doch nicht! Aha! Okay, jetzt. Nein! Das sind diese falschen Tasten dauernd. So, was... Ich verstehe den nicht. Gerade eben war es richtig, dauernd auf den Schwanz oben zu schießen. Jetzt wäre Scheißdreck. Gibt er jetzt wenigstens mal Schmerzen? Alter! Als wird ihm das irgendwie jucken. Mann! Scheiße! Sollte ich speichern wollen? Warum habe ich gespeichert? Ich hab übelst abgelost, Mann. Ernsthaft? Nee, du geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Dass ich immer... Komm her jetzt. Komm. Hallo? Geht doch. So. Auge angesehen und den Greifer benutzen. Okay. Aua! Jetzt geht das schon wieder los, ne? Nein! Jetzt bleibt doch mal stecken irgendwo. Hin. Knack. Los, komm raus. Ich will in eine andere Richtung. Also, den kann man mal zerhauen. So schnell. Und nochmal. So, und jetzt ist er dann nackelig, ne? Was soll ich dann machen? Von hier oben kriege ich den aber nicht, ne?
Okay, runter. Nein! Verdammt! Nein! Falsche Taste! Ja! Oh, geil! Ja! Hast jetzt endlich die Schnauze voll! Geil! Hihihihi. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ja, Mann. Weil ich der Shit bin. Der Shit. Wuhu. Hier glitzert's, da geh ich hin. Schön. Jetzt kann ich verstehen, warum Leute Dark Souls geil finden, weil das muss halt das mal unendlich sein. Rage dich irgendwie ewig an, oder? So. Hast du es jetzt wieder, mein Dicker? Erzählen. Trollen, danke. Es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Trollen? Niemals. Aber natürlich, nicht wahr, Trollen? Nein, Mann. Ja, gib mir den Glitzerball. Ich will, dass du sie bekommst, Trollen. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast den Steven erhalten. Ein göttliches Artefakt, das beim Volk der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Tja, jetzt nicht mehr. Ah. Was der Drache später spricht, kannst du übrigens erst beim dritten Mal durchspielen. Malo möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Trolle. Ah, okay, das ist, was er sagt. Was sagt er denn? Ich will es nicht dreimal durchspielen müssen, ich will das jetzt wissen. Kann das mal jemand übersetzen? Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes weise. Was? Scheiße, ich habe die falsche Stimme benutzt die ganze Zeit, ne? Was meint der werte Valono damit? Ich krieg die jetzt nicht mehr hin. Gott des Windes, vielleicht meint er damit vielleicht den Gott des Schreins hinter dem Tunnel dort? Ja, habe ich schon. Und außerdem hatte dich der Ehrenwerte, weil du Held genannt, Trollin. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Malo machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtiger Flügel. Warte, Komori! Ich krieg die Stimmen gar nicht mehr auf die Reihe hier. Nochmals vielen Dank, Trollin. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Das Vogelmädchen hat sich in uns verliebt. Das Entenmädchen, Mann. Ja. Hä? Hier war gerade noch eine Flaschenpost. Schiebung! Voll der Betrug. So.
Es hat ganz den Anschein, als hätte Ganon seine Herrscher geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Wir müssen zum nächsten Demon. Yay. Setze das Segel und nimm Kurs in Richtung Süden. Yay. Segel setzen. Wie denn? Hallo, rauf da. Nicht reden. Alter, jetzt säuft er ab. Was soll denn das? Warum kann ich denn da nicht drauf? Nicht reden. Ich will... Ja? Leider kann ich dich nicht an Bord lassen, bis wir Nordwind haben. Bei unserer Windlage in See zu stechen wäre nämlich ein tollkühnes Unterfangen. Ja. Mann. Wie mache ich das jetzt? Muss ich das Lied auswendig können oder was? Muss ich das auswendig können? Wie mache ich das? Nachschauen oder kann ich das nur da drüben umstellen? Dort ein Zeichen, in welche Richtung man zu gehen scheint. Scheiße. Nordwind sollten wir haben, ne? Warte mal, nach oder? Hey. Okay, also genau. Kann ich das auch von hier aus machen? Warte mal, war das jetzt... Okay. Also so rum. Das ist ja auch doof. Nordwind heißt von Norden, nicht nach Norden. So, darf ich jetzt? An Bord. Los! Finally. So, die Karte. Boah, wir müssen verdammt weit nach Süden. Uhr haben wir denn? Oh. Ich will um 18 Uhr selber was gucken, glaube ich. Deswegen, glaube ich, mache ich hier jetzt mal Schluss für heute. Auch wenn ich eigentlich echt noch gerne weiterspielen möchte. Ich liebe dieses Spiel. Das ist... Boah. Ich hab... Nein. Hör auf. Anhalten. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Du brauchst das Lied nicht nur einmal, also schön die Noten einbringen. Ja, moin. Gut, dann war's das. Soweit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hui, wahrscheinlich schon morgen, weil ich dieses Spiel ultra am Feiern bin. Oder vielleicht auch heute nochmal, ich weiß es nicht. Ululululu. Bis dann. Wir singen. Ich will irgendwie noch warten, bis... So. Naja, egal, komm. Weil das immer so zeitverzögert ist, ne? Also. Tschüss! Und danke für die viel Hilfe dauernd. Und tschüss! Ich bin nicht gut im Tschüss sagen. Abschiede liegen mir nicht. Tschüss! Jetzt aber echt. Tschüss!